Promi-Geflüster wieder mit einer neuen Folge. 803 sind wir jetzt. Und ja, wir haben ein kleines bisschen pausiert, aber mussten mal privat ein bisschen durchschnaufen. Das gehört auch dazu. Jetzt habe ich gerade so zurückgeblickt. 2021, so ziemlich genau 2 Jahre ist es her. Da war mein heutiger Interviewgast auch schon zu Gast. Und deswegen freut es mich umso mehr, jetzt nach 2 Jahren mal wieder ein bisschen ein Update zu bekommen, nämlich von Eva Habermann. Und da dazu hallo und herzlich willkommen. Grüße dich. Hallo Frank. Ja, schön, dass du mal wieder Gast bist bei mir im Promi-Geflüster. Erstmal die Frage, wie geht's dir grundsätzlich? Also mir geht's grundsätzlich sehr gut. Ich finde, der Sommer könnte sich ein bisschen mehr anstrengen. Hier in Berlin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es ist fürchterlich. Wir haben Aprilwetter. Einen Tag regnet es, einen Tag ist unglaublich kalt, dann ist es wieder total heiß. Also ich finde, das Wetter ist das Einzige, worüber ich mich gerade beklagen möchte, aber zu Recht. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also der Sommer hat irgendwie gerade ein bisschen Pause. Also bei uns ist es zurzeit windig, man könnte gerade meinen, es wäre Herbst. Ja, das ist echt krass. Ja, ich hatte auch, also es war hier richtig Sturm in Berlin und Regen. Also ich vermute schon, dass das schon so Zeichen sind vom Klimawandel. Ja. Und das ist uns natürlich auch allen bewusst. Aber was ich bei dem Thema Klimawandel immer sehr schwierig finde, ist, dass natürlich jeder Einzelne sagt, was ich mache, darauf kommt es nicht an, während sie in China irgendwie 1000 Fabriken bauen und viel mehr CO2 produzieren. Und das ist auch wirklich ein schwieriges Thema, weil das bedeutet Verzicht. Und wer verzichtet schon gerne? Das stimmt, genau. Und mit den Autos und so weiter. Jeder will sich irgendwie fortbewegen, aber sich da mal ein bisschen zurückzunehmen, wird schwierig. Das ja, es ist auch nicht einfach, es ist einfach nicht immer machbar, weil guck mal, wenn ich in Berlin unterwegs bin, kann ich auch mit dem Fahrrad fahren. Aber wenn wir zum Dreh fahren, also wie wollen wir denn das ganze Filmequipment quasi transportieren ohne ein Auto oder so? Das ist einfach, es ist ein sehr schwieriges Thema oder auch ein sehr wichtiges Thema, aber darüber müssen wir jetzt nicht sprechen, sonst sind wir, glaube ich, 20 Minuten nur damit beschäftigt. So ist es. Aber wir können das gerne mal aufgreifen. Vielleicht machen ein paar Kollegen ja noch mal mit. Und dann können wir mal so einen kleinen Diskussionsabend mal machen, wo man vielleicht jeder für sich auch ein bisschen was tun kann. Wer weiß. Genau. Ja, und auch was jeder verändert hat. Also weil zum Beispiel ich fahre nur noch Zug. Also ich fliege gar nicht mehr, also sowieso innerhalb Deutschlands, weil es angenehmer ist und weil es eben sehr viel umweltfreundlicher ist. Das stimmt. Und ich muss auch sagen, seit Corona bin ich auch nicht mehr so Langstreckenfahrer. Also dann nehme ich doch auch eher die öffentlichen Verkehrsmittel irgendwo. Ganz genau. Mhm. Ja, jetzt kommen wir mal, wie gesagt, auf deine Filmproduktionsfirma mal zu sprechen, die du ja 2017 gegründet hast, 2021. Da war es ja noch ein bisschen neuer und aktueller. Mittlerweile hast du ja sehr, sehr viel gedreht und auch produziert, zusammen auch mit deinem Partner. Und Die wahre Schönheit, das ist so ein Independent-Film, der ja wirklich hier Preise absandt ohne Ende. Laut meines Standes, was ich jetzt gerade hier so lese, Wikipedia verrät es, sind es 48 Preise, aber du hast gerade erzählt, es ist weitaus mehr. Ne, es sind mittlerweile über 60 Preise. Der Film lief auf über 100 Festivals worldwide. Und was mich besonders freut, ist, dass ich auch 6-mal den Preis bekommen hat als beste Schauspielerin. Was natürlich für mich ganz toll ist, weil ich habe noch nie in meinem Leben einen Schauspielpreis bekommen, weil ich aber auch nie wirklich Rollen gespielt habe, wo man sagt, ja, das ist jetzt eine Leistung, weil jeder denkt immer, ja, sympathisch und nett sein, das kann ja jeder. Und für einen Pilcher-Film wirst du kaum einen Schauspielpreis bekommen. Aber für den habe ich eben Preise bekommen und auch viel Anerkennung und auch viele Leute haben zu mir gesagt, wow, das hätten wir nie gedacht, dass du das kannst. Und das war für mich schön, einfach auch mal so eine Rolle spielen zu können. Eine Frau, die wirklich richtige Probleme hat, die einen Unfall hatte, die deren Bein verpfuscht wurde von den Ärzten, die sich daraufhin in Alkohol und Tabletten flüchtet und die ganze Familie schlichtweg eigentlich wegsieht und nicht genau weiß, was man mit jemandem macht, der in so einer Verfassung ist. Und das war für mich aber sehr befreiend und schön, mal sowas spielen zu können. Okay, also erstmal herzlichen Glückwunsch für die ganzen Preise und Auszeichnungen. Da muss man wirklich hier den Hut heben, den ich jetzt leider nicht aufhabe, aber ja. Kompliment. Dankeschön. Ja, wie schwer ist es da wirklich in so eine Rolle dann reinzuschlüpfen, da so, ich sage auch mal, Alkohol,
Alkoholprobleme und so weiter, sowas zu spielen? Also, ich habe ja erstmal für die Rolle 15 Kilo zugenommen. Die habe ich auch seit unserem letzten Gespräch wieder abgenommen. Also man müsste jetzt einen Unterschied sehen zwischen 2021 und jetzt, weil ich hatte für die Rolle 15 Kilo zugenommen, weil es einfach auch eine Frau ist, die nicht mehr wirklich viel für ihren Körper tut. Und das sah bei mir einfach besser aus. Mein Vorbild war da ein bisschen Charlize Theron and Monsters. Einfach, dass ich nicht mehr ganz so pretty bin. Und das fiel mir dadurch auch leichter, die Rolle zu spielen. Und ich muss sagen, es ist für einen Schauspieler oder auch für mich sehr dankbar und schön, wenn man mal so richtig, sag ich mal, auf die Kacke hauen kann, wenn man mal richtig Gas geben kann und auch schreien kann und heulen kann. Das ist eigentlich, sind wirklich Rollen, für die man eigentlich diesen Beruf ergriffen hat, wo man sich wirklich austoben kann. Und ich empfand es nicht als schwierig, sondern ich fand es ganz wichtig, dass ich möglichst authentisch das wiedergebe, damit auch die Zuschauer, die den Film sehen, das Gefühl haben, dass sie eine Familie dabei beobachten, wie sie langsam, aber sicher kaputt geht und dass keiner wirklich in der Familie irgendwas an ihrem Verhältnis oder an ihrem Verhalten ändert und alle immer nur sagen, es wird alles schon gut werden. Und das war für mich auch sehr wichtig, dass die Rolle deswegen sehr authentisch dargestellt wurde, damit auch die Zuschauer den Film und die Charaktere im Film dann ernst nehmen. Auf alle Fälle. Und natürlich, sage ich mal, wie guckst du dir dann den Film an oder die Szenen, wenn zum einen, wenn noch gedreht wird? Wie kommst du rüber für dich? Wie siehst du dich dann selbst? Wie authentisch? Ich sehe mich in dem Film tatsächlich als Mona, also als die Rolle. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da mich sehe. Also ich habe den Film ja auch bei der Post-Production, habe ich den Film auch mit unserem Editor zusammen geschnitten. Also ich kenne den Film in- und auswendig und habe dann auch gerade auch bei den anderen Schauspielern und auch bei mir halt immer auch nach den besten Takes gesucht. Das ist lustig, wenn man das selber mal so aussuchen kann als Schauspieler oder auch schön. Weil mir war es auch ganz wichtig, dass gerade das jüngere Mädel, was mitgespielt hat, die Carolina Hartlich, dass die wunderschön und bezaubernd rüberkommt. Und ich habe dann auch beim Color Grading gesagt, komm, mach sie noch schöner. Sie soll einfach wahnsinnig schön sein, weil sich in dem Film mein Mann eben unsterblich in sie und ihre jugendliche Frische verliebt. Und also es ist für mich toll, es war für mich einfach ein ganz tolles Erlebnis. Und es ist immer noch ein tolles Erlebnis, bei Filmen einfach auf der anderen Seite mitzuarbeiten. Ganz klar, das glaube ich. Und die anderen Schauspieler, wer wirkten alles noch so mit? Wen kennt man Also, oder was sind es für Darsteller? du kennst auf jeden Fall, denke ich, Markus Grüße, der spielt die Hauptrolle. Den kennt man aus Kreuzfahrt ins Glück, also ist so ein typisches ZDF-Gesicht wie ich. Und Simon Böhr ist dabei, den kennt man auch, und Carolina Hartig. Und dann hatten wir auch das Glück, dass wir Emma Schweiger, Lilli Liefers und die Tochter von Christiane Paul, also die Mascha Paul, für unser Projekt gewinnen konnten, weil es spielen eben auch sehr so eine Gruppe von jungen Leuten mit und die spielten auch ganz fantastisch. Ich hatte aber auch für die Jüngeren, also die waren alle so 16, also einer Ausnahme der Tom Böttcher, da war, glaube ich, 23, aber die anderen waren alle tatsächlich 16. Und dann habe ich denen auch meinen Schauspielcoach an die Seite gestellt, der dann zwischendurch eben mit denen die Texte geübt hat und mit denen gearbeitet hat, weil das eben für 16-Jährige auch eine sehr große Leistung ist, wenn man noch nicht so erfahren ist, so viele Facetten zu spielen. Auf alle Fälle. Wo kann man denn den Film jetzt bewundern? Ist Oh. DVD Also, zu bekommen oder wo sieht man ihn? Du kannst unsere Filme tatsächlich, wir haben ja bisher 5 Filme produziert und du kannst alle 5 tatsächlich auf Amazon Prime anschauen. Du kannst sie auch heute Abend hintereinander wegschauen und dir einen Phantomfilm-Filmabend machen. Also du kannst sie auf Amazon Prime sehen, du kannst sie aber auf iTunes, auf Apple TV, auf, also sehr viele verschiedene. Ich will jetzt auch keine Werbung nur für Amazon Prime machen, aber das ist einfach das bekannteste Medium. Und sonst kann man den Film auch auf DVD und Blu-ray kaufen online. Also unbedingt mal reinschauen, um eine ganz andere Eva Habermann kennenzulernen. So rum. Genau. Ja, genau. Also eine ganz andere Facette und nicht nur die brave Liebe, wie man sie von, wie du sagst, Rosamunde Pilcher kennt oder von der Schwarzwaldklinik einst noch in der Neuverfilmung. Genau.
Ja, und angefangen hat es ja bei dir eigentlich so im ja, Pumuckl-TV. Das waren so die Dinge, ne? Ja, aber das war toll. Das hat mir so Spaß gemacht. War super. Genau, das ist schon wieder ein paar Jährchen her. Und auch Ferienfieber irgendwie war noch was, gell? Ferien haben wir Ja, ja das jetzt war. sowieso, ne? Genau. Ja. Ferienfieber war das Kindersommerprogramm von der ARD und ZDF. Die haben das damals im Sommer zusammen gesendet. Das gab es immer in den Ferien. Ich hatte nur dann das Angebot bekommen von Lex the Dark Zone, von einer internationalen Science-Fiction-Serie, und musste dann leider aufhören, Pumuckl TV zu moderieren und Ferienfieber, weil ich dann einfach für 4 Monate nicht da war. Und das fiel mir, also fiel mir sehr schwer, weil ich mochte Pumuckl TV sehr. Also Kindersendungen machen einfach Spaß zu moderieren, insbesondere wenn sie so kreativ ist und unterhaltsam, und ich sowieso ein großer Pumuckl-Fan bin. Genau. Hans Klarin seinerzeit, die Stimme von Pumuckl. Ich mag Ja. den so gern. Ich habe auch einen Film mit dem gedreht. Ich habe Okay. Hochwürdens Ärger mit dem Paradies gedreht für die Oh ja, ARD. ja. Da spielt er einen Pfarrer. Also ich Stimmt. habe nicht nur dort mit ihm gespielt, sondern auch dort. Und der war wirklich ein ganz toller Mensch und ein ganz toller Schauspieler. Ich glaube, er hat sich seine Stimme ein bisschen kaputt gemacht, weil er hatte ja insgesamt dann so eine Stimme. Aber die Pumuckl-Stimme, ich könnte sie jetzt auch nicht nachmachen. Könntest du die Pumuckl-Stimme nachmachen? Nee, nee, nicht wirklich, aber sie klang ziemlich Meister schrill. Genau, so in die Richtung, genau. Ja, du könntest ihn gleich synchronisieren, warum denn nicht? Ja, und verstecken und Koboldgeheimnis, genau. Ja, aber ich finde es Klabautermann-Geheimnisse. Schade, dass solche Ferienprogramme eigentlich gar nicht mehr gibt. Das war doch früher irgendwo immer sehr unterhaltsam in den Ferien. Ja, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil es einfach so viele Sender gibt und weil du heutzutage einfach die Möglichkeit hast, einfach auf einen Kinderchannel zu gehen. Also ich glaube, dass die Leute eh, oder gerade die Jugend, Streamer, also dass das Fernsehen halt eigentlich immer kleiner und weniger wird, also dass die Produktionen da zurückgehen und es immer mehr auf Video on Demand und Streamingdienste hinausläuft. Und was, wenn wir jetzt gerade noch mal kurz an früher denken, was zur Weihnachtszeit oder beziehungsweise vor Weihnachtszeit damals sehr spannend waren, waren die Weihnachtsmehrteiler. Gerade Ja, oh, die waren so schön, mit die Patrick Bach tschechischen zum Beispiel, ne? Märchen. Ja. Oder also alles, was da so Genau. gedreht wurde. Also ich fand es. Tim Thaler seinerzeit. Oh ja, mit Tommy Orner. Ich habe so für den geschwärmt. Obwohl, für Patrick Bach habe ich auch geschwärmt. Ich glaube, ich habe als Kind für alle geschwärmt, die ich da. Oder Hendrik Marz bei Patrick Stimmt, Pacard. stimmt. Ja. Im ewigen Eis, ja. 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 Oder dann später Anna und so weiter und so fort. Ja, Ja, also wirklich, ja. Ich bin früher als Kind quasi, oder als ich so 10 war oder 11, bin ich dann immer, Patrick Bachs Eltern wohnten bei mir um die Ecke, und dann bin ich immer kichernd mit meiner Freundin dort vorbeigefahren. Wir haben ihn natürlich nie gesehen, aber trotzdem war das dann das Highlight des Tages, an dem Haus von Patrick Bach vorbeizufahren. Patrick Bach, ich habe da noch eine alte Sache von Rudi Carrell, da waren wir, glaube ich, zum ersten Mal dabei, so als 10 Jahre alt. Ne? Da Ja, durfte. ich habe ja auch mit Patrick Bach dann gedreht. Bei Die Strandklicke hatten wir Ja. beide Hauptrollen. Und da hatte ich dann sogar eine Liebesgeschichte mit ihm gespielt. Also wir waren ein Pärchen. Und das hätte ich mir damals nie träumen lassen. So mit 10 oder 11. Und wenn ich es richtig weiß, ihr seid in der gleichen Agentur gewesen, ne? Wir waren in der gleichen Agentur, genau in Hamburg. Ich war da über 20 Jahre war ich bei Max Wischmeyer. Sehr Genau. guter Agent, und war ich auch sehr happy mit. Und ja, na, wir waren in derselben Agentur. Sehr gut. So, jetzt muss man natürlich sagen, hier da, bei dir mit der wahren Schönheit darf man sich jetzt nicht auf den Lorbeeren sozusagen ausruhen. Es geht natürlich, denke ich mal, nahtlos weiter bei dir. Was sind so die nächsten Projekte für das kommende Jahr noch oder dieses Jahr vielleicht noch? Oder für dieses Jahr? Also, wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall, wir haben einen englischsprachigen Kurzfilm geschrieben mit einem Vampir, den wir in Amerika drehen wollen, mit George Hardy und Greg Sestero und Darren Ewing. Die haben auch alle drei bei uns bei Syst mitgespielt. Syst, das ist so ein Horrorfilm, den haben wir Ende 2021 rausgebracht, und Die wahre Schönheit haben wir Ende 2022 rausgebracht. Also drehen wir auf jeden Fall noch einen Kurzfilm. Das soll aber ein Kurzfilm werden, der so eine Art
quasi Crowdfunding, langer Crowdfunding-Trailer oder auch Sales-Trailer ist, um Interesse zu generieren, um daraus dann einen Langfilm zu machen. Und der ist sehr, sehr, also sehr viel schwarzer Humor, sehr lustig, aber auch ein bisschen gruselig. Das kann ich schon verraten. Also es ist das eine Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Das wollen wir im Herbst drehen. Dann haben wir noch eine Serie entwickelt über so eine Coming-of-Age-Serie, die aber eben, wo wir noch einen Sender suchen oder einen Streamer, weil wir auch gemerkt haben, dass wenn man immer nur Low-Budget-Produktionen macht über Crowdfunding oder selbstfinanziertes Geld oder von Freunden, dann kommt man nicht so weit. Aber wir haben jetzt genügend Renommee aufgebaut, dass wir eben auch konkret eben auch für Streamer oder fürs Fernsehen was produzieren wollen und können. Und da sind wir gerade in Gesprächen, dass wir eben eine Coming-of-Age-Serie auf die Beine stellen wollen. Die ist sehr schräg und sehr lustig und schreiben aber auch noch an einem Roadmovie über zwei Frauen, die quer durch Europa fahren und überall sich einschleichen, so ein bisschen als Hochstaplerin, aber eben reiche Menschen, die auf nicht wirklich legale Weise zu ihrem Geld gekommen sind, diese ausnehmen und so ein bisschen Robin Hood-artig das dann wieder quasi in den armen Vierteln verteilen, indem sie das Geld aus ihrem Auto werfen. Und quasi, es ist eine Mischung aus Bonnie und Clyde, Thelma und Louise und Robin Hood. Und darauf freue ich mich sehr, weil das einfach eine tolle Geschichte ist. In den Hauptrollen Eva Habermann, oder? Da auf jeden Fall, ja. Da Das auf lasse jeden ich mir Fall. nicht nehmen. Bei Die wahre Schönheit habe ich ja nicht die Hauptrolle gespielt. Das war eher eine wichtige Nebenrolle. Aber also ich besetze mich nicht immer in den Hauptrollen. Aber selbstverständlich, wenn ich ein Projekt mache, will ich da auch dabei sein. Weil wenn man sich so lange mit einem Projekt auseinandersetzt und beschäftigt, als Schauspielerin, bei mir in der Brust schlagen halt zwei Herzen, als Produzentin und als Schauspielerin. Und dann verbinde ich das natürlich. Sehr gut. Bist du dann eine strenge Produzentin, wenn es darum geht? Auch, also ich mag gerne sehr gut planen. Ich halte mal, also müsstest du fragen, andere Leute, ob ich eine strenge Produzentin bin. Ich will auf jeden Fall, dass es fair gut, dass es fair zugeht, dass jeder quasi auch nicht benachteiligt wird. Mir ist immer wichtig, dass das Team und dass den Schauspielern gut geht, weil ich denke, dass nur ein Team, dem es gut geht und Schauspielern gute Leistungen erbringen können. Also ich achte sehr genau darauf, dass wir jetzt nicht, dass wir uns an die Zeiten halten und jetzt nicht wahnsinnig lange drehen. Oder also es gibt ja auch Schauspiel oder so Low-Budget-Produktionen, wo du auf einmal dann 18-Stunden-Tag hast und nach 18 Stunden kannst du einfach nicht mehr vernünftig irgendwie spielen oder so. Und mir ist ganz wichtig, dass die Leute was Gutes zu essen haben, dass alle sich wohlfühlen und dass ein gutes Klima herrscht so untereinander. Auf alle Fälle. Wie lange dreht man eigentlich an so einem Film jetzt wie Die wahre Schönheit zum Beispiel? Also die wahre Schönheit hatte 22 Drehtage. Wir hatten 20 Drehtage und hatten dann nochmal 2 Tage nachgedreht, weil es dir manchmal erst im Film beim Schnitt selber auffällt, dass irgendwie noch eine Szene fehlt oder dass man irgendwas noch besser erzählen müsste. Also die wahre Schönheit hatte 22 Tage. Währenddessen hatte Syst, unser Horrorfilm, nur 16 Drehtage. Also das ist sehr unterschiedlich, wie du es dann auch planst und gestaltest und wie die Umstände sind. Also Syst zum Beispiel haben wir im Studio gedreht in Baltimore. Und dann waren wir total unabhängig von Wetter und allem. Und wenn beim Film ist es halt immer ein bisschen komplizierter und du hast verschiedene Locations, musst umziehen und das geht einfach mehr in die Zeit. Kommt halt immer darauf an, was du drehst. Ja, klar. Und ihr dreht eure Filme, du sagst gerade auch Baltimore, weltweit dann irgendwo, also die Drehorte, oder wie Naja, sucht ihr euch die aus? also es ist so, wir drehen also überwiegend, also unsere Firma Phantomfilm sitzt ja in Berlin und deswegen wir drehen natürlich überwiegend in Deutschland. In Amerika hatten wir dann mit einer Servicefirma zusammengearbeitet, weil wir dürfen jetzt als Firmenfirma nicht einfach nach Amerika gehen und sagen, wir drehen jetzt hier einen Film. Du musst ja da angemeldet sein als Firma und alles. Und dann haben wir quasi, das machen andere Produzenten auch, eine Servicefirma engagiert, die für uns das Ganze dann dort umgesetzt hat, die dort ihren Firmensitz hat. Okay, also dann gibt es da irgendwelche Partnerfirmen, die sozusagen da mit einem zusammenarbeiten entsprechend. Ganz genau. Genau, und das waren auch Freunde von uns, die kannten Ja. wir, die hatten uns auch geholfen, die Synchronsprecher zu finden für Trolls World, voll vertrollt, weil den Film hatten wir ja auf Deutsch und auf Englisch synchronisiert, weil die Drehsprache am Set war, weil in dem Fall, das war unser erster Film, war Deutsch,
Englisch, so eine Art Mischung aus Deutsch und Englisch oder eigentlich kaum verstehbar und dann noch Tschechisch. Und dadurch mussten wir den gesamten Film sowieso einmal durchsynchronisieren und wir haben ihn in Amerika synchronisiert mit den Sprechern, die dort auch Dragon Balls sprechen, also so eine Comic-Serie. Und das war auch ganz gut, weil so hatten die Amerikaner, als sie den Film gesehen haben, eher das Gefühl, das kommt doch nicht aus Deutschland, wir kennen doch die Stimmen. Und das ist immer ein ganz guter Vorteil. Sehr gut. Wenn ich mich jetzt noch zu richtig zurückerinnere, hattest du im letzten Interview auch erwähnt, so eine ja, kleine Serie oder was auch immer mit drei, vier Jungs oder so Ach einer so, nee, Doppel-WG. das ist die Serie, aber sowas, das ist die Serie, diese Coming-of-Age-Serie, Ja, von der ich okay. gerade erzählt hatte. Sowas, also die war damals schon in Planung, aber du siehst, okay, es sind schon 2 Jahre her, das dauert einfach sehr lange, eine Serie zu entwickeln. Du musst dann eine ganze Production Bible, also die ganzen Folgen aufschreiben, du schreibst das Pilotdrehbuch und das ist ein sehr langer Weg. Eine Serie dauert sehr viel länger zum Entwickeln als ein Film. Ganz klar. Und Drehbuch und so weiter, das machst du auch Also mit. ich hab bei der Wahren Schönheit habe ich das Drehbuch mitgeschrieben und bei dem Kurzfilm, den wir jetzt drehen wollen in Amerika, da habe ich auch mitgeschrieben. Also das mache ich jetzt auch. Ich habe auch sogar im letzten Jahr das erste Mal Regie geführt bei einem Imagefilm, den wir produziert haben, für den wir auch einen Preis gewonnen haben als zweitbester Imagefilm bei den World Media Awards, was mich sehr gefreut hat. Glückwunsch, Glückwunsch. Wie gehst du da so an die Sache ran? Kommt dir da eine Idee, die Geschichte oder Geschichten erzählen? Ist das, wie beginnt so ein Film bei dir? Achso, naja, ich muss erstmal eine tolle Idee haben und die kann inspiriert sein durch irgendwas, was mir passiert ist oder durch ein Erlebnis, was mir jemand erzählt hat. Also so eine Idee ist wirklich so, sie formt sich in meinem Kopf und dann erzähle ich meinem Freund davon und dann diskutieren wir die erstmal und überlegen dann, was man daraus machen kann. Jetzt bei dem Kurzfilm ist das relativ leicht zu erzählen. Wir hatten einfach vor, mit George wieder was zu drehen, George Hardy, der da die Hauptrolle spielt. Und wir hatten gesagt beim letzten Film bei Cyst, dass wir unbedingt mal Vater und Tochter spielen wollen. Also spiele ich quasi die Tochter, die mittlerweile in Deutschland wohnt, die ihn besucht. Und Greg Sestero, der hatte auch bei Cyst mitgespielt. Ich habe immer gesagt, boah, ich würde ihn total gern mal als Vampir sehen, weil der einfach auch so ein klassisches Gesicht hat, so ein bisschen wie Tom Cruise in Interview mit einem Vampir. Und dadurch, diese Zutaten hatten wir. Und wir haben dann noch, also das Haus von George, wo wir dann auch drehen werden. Und deswegen haben wir anhand dieser quasi verschiedenen also Sachen, die wir haben, einen Film entwickelt. Toll, toll, also wunderbar. Ideen gehen dir also nicht aus, ist noch genügend Ich vorhanden. krieg jeden Tag neue. Sehr Und das gut. macht auch wirklich Spaß. Also das ist wirklich toll. Mein Hirn arbeitet momentan auf Hochtouren. Es gibt ja immer so Phasen, wo man so irgendwie super kreativ ist, wo man so den Kopf frei hat. Dann gibt es Sachen, wo man sich gerade mit anderen Sachen irgendwie rumärgert oder einfach, weil man Theater spielt, einfach sich dann voll und ganz darauf konzentriert und keine Zeit hat, schlichtweg einfach Sachen zu entwickeln. Und momentan bin ich so richtig im Flow. Und das ist alles echt, macht mir sehr viel Spaß. Aber dann noch die einzelnen Projekte dann noch zu unterscheiden, das funktioniert am Ende. Nicht, dass man dann Das irgendwie funktioniert noch. nicht, dass Das man funktioniert noch. auf der Theaterbühne steht und dann irgendwie auf einmal Text von der wahren Schönheit wieder einfließen lässt oder wie auch immer oder umgekehrt. Nee, deswegen, also wenn ich was mache, dann bin ich da auch voll und ganz dabei. Ich finde es auch ganz schön, wenn man nicht quasi 2 Projekte parallel macht, weil du dir dann immer deine Energie schon ein bisschen aufteilen musst. Ich bin dann lieber mit Haut und Haaren dem einen Projekt verschrieben und mache dann danach das andere. Aber ich kann Projekte auch zwischendurch weglegen. Also das heißt, wenn ich jetzt, also ich spiele nächstes Jahr, also im März, April, Mai spiele ich Theater in Braunschweig und dann in der Zeit kann ich dann quasi ein Projekt auch liegen lassen und dann nachher wieder in Angriff nehmen. Wunderbar. Also alle Facetten, wie gesagt, sind dabei, vom Horror über Comedy, über was auch immer. Aber so jetzt so kritische Themen, wie wir es jetzt eingangs erwähnt hatten, dass man mal über den Klimaschutz oder irgendwie sowas ein Projekt macht, das habt ihr noch nicht vor. Bisher noch nicht. Ich finde es auch ein sehr schwieriges Thema, weil
Ich glaube teilweise, dass die Leute davon echt eine Overdose haben, so ein bisschen, weil es wird medientechnisch einem immer nur irgendwie so ein bisschen gedroht. Vorsicht, es ist alles schlimm und die Leute haben so ein bisschen so eine Haltung mittlerweile, habe ich das Gefühl, so ein bisschen, oh nee, schon wieder. Und also so eine, weiß ich nicht, so eine nihilistische Vorstellung, so, ach, ist mir jetzt auch egal, ich will mich damit jetzt nicht belasten. Es muss halt auch immer ein Thema sein, was irgendwas in mir triggert. Und das sind meistens eher psychologische Themen als so ein sehr großes Thema. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, mit viel Budget dann auch einen Film über den Klimawandel zu machen oder Umweltschutz an sich. Aber es ist immer sinnvoll, wenn du ein großes Thema hast, wenn du es eingrenzt, wenn du es dann anhand vielleicht von irgendeiner Firma erzählst, die immer ihre Abwässer irgendwo reinlässt und jemand findet das raus. Also du musst immer Geschichten vom Großen aufs Kleine kriegen, damit der Zuschauer sich auch damit identifizieren kann. Es macht sonst das Ganze sehr schwer, weil sonst wird es sehr wischiwaschi. Ganz klar. Als wir uns vor kurzem dann nochmal im Vorgespräch unterhalten hatten, da war gerade noch in Amerika, in Hollywood, das Thema groß geschrieben, die Streiks der ganzen Ja. Autoren und so weiter. Ich glaube, mittlerweile hat sich's ein bisschen gelegt. Wie siehst du so die Filmgeschichte, den Filmwandel oder die, ja, könnte das bei uns so in Deutschland auch passieren? Ich glaube nicht, dass das in Deutschland bei uns so passieren würde, weil die Deutschen nicht, also wir sind als Schauspieler, es gibt zwar eine Organisation, die BFFS, aber wir sind als Schauspieler, haben keine eigene Gewerkschaft. Und es wäre sehr schwer, glaube ich, dafür zu sorgen, dass wirklich dann keiner ausbricht und sagt, okay, die anderen drehen nicht, aber ich drehe. Super Gelegenheit oder so. Also es ist, die sind dort anders organisiert. Das habe ich auch beim Dreh in England erlebt, dass die auch eben eine Gewerkschaft haben. Und da ist es wirklich so, wenn Schauspieler dann länger als 8 Stunden, die besprochen waren oder im Vertrag stehen, am Set ist, ruft die Gewerkschaft an und sagt so, der verlässt jetzt das Set. Der hat 8 Stunden im Vertrag und Schluss ist. Das passiert bei uns nicht. Also es wäre ganz schön, wenn sich da, aber ich kann da quasi jetzt auch nicht irgendwie drüber richten, weil ich selber mich da jetzt auch nicht so engagiere in dem Sinn. Also, dass ich irgendwie sage, wir müssen eine Gewerkschaft gründen. Es gibt da ganz andere Schauspieler, die sich sehr viel mehr dafür einsetzen, aber schlichtweg, weil ich auch nicht die Zeit habe. Aber ich fände es schön, wenn Schauspieler, wenn die sich mehr, also noch mehr auch offiziell organisieren würden. Das wäre für Filmproduktion zwar sehr unpraktisch, aber ich bin ja auch Schauspieler. Und deswegen schlägt mein Herz für Schauspieler und fände es gut, wenn es sowas verstärkt gäbe, dass da jemand wirklich auf die Regeln auch achtet. Aber ich denke mal, jetzt aus deiner Sicht, wenn man es natürlich selbst macht und Produzent ist und Drehbuchautor und Schauspieler, dann weiß man auch, für wen man es macht. Und da hängt, glaube ich, viel, viel mehr Herzblut auch noch dahinter. Ja, also auf jeden Fall, es ist pures Herzblut, gerade bei Independent-Filmen, weil Independent-Filme einfach sehr mühsam auf die Beine zu stellen sind, weil man eben auch nicht so wirklich viel Geld hat, weil man nicht finanziert ist von einem Sender, weil man quasi alle anbetteln muss, bitte machst du mit, wir haben nicht so viel Geld, aber es soll ein toller Film werden. Und es ist dann einfach schön, wenn Leute einem vertrauen oder auch wirklich einfach diesen Vertrauensvorschuss schenken, dass sie dann dabei sind und sagen, das ist, da mache ich gerne mit. Das war auch bei der Wahren Schönheit so lustig. Kaum war der Film fertig, wollten alle Schauspieler von uns die Szenen haben fürs Demoband. Und ich so, ja komm, lassen wir euch raus. Klar haben sie, weil wenn du als Schauspieler etwas machst, eben für wenig Geld, dann willst du zumindest davon das haben, dass du dafür Anerkennung bekommst und dass das wahrgenommen wird oder dass du mal einfach eine komplett andere Rolle spielen kannst als sonst. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir doch schon wieder einiges erfahren über deine Arbeit und was so in der nächsten Zukunft passieren wird. Also, sobald du wieder ein neues Projekt fertig hast, melde dich. Wir Ja, berichten mache gerne ich. wieder drüber. Wenn ich jetzt so auf die Uhr schaue, wir sind schon wieder Über der Zeit. gut in der Zeit. Also, da haben wir wieder einiges erfahren. Und abschließend noch ganz kurz: Sommer, Urlaub. Hast du noch Zeit dafür? Gibt es noch ein bisschen Freizeit für dich oder? Tuschur durch. Also ich werde dieses Jahr meinen Urlaub im Winter machen. Unter anderem ist Berlin im Winter auch echt eklig und da freue ich mich über die Sonne. Und gerade im Sommer ist es so viel los gerade, also mir macht das auch wirklich Spaß. Und sonst nehme ich mir meine kleinen Momente Urlaub, dann fahre ich halt am Wochenende hier irgendwie an See oder an die Ostsee oder unternehme irgend sowas. Das ist dann genug Urlaub. Also ich werde erst wieder wegfahren, wenn es kühler und unangenehmer wird hier.
Also, in diesem Sinne, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Dir, liebe Eva, nochmal auch herzlichen Dank für deine Zeit und eine weiterhin gute Zeit mit viel, vielen Erfolgen, damit die nächsten Filme auch so einschlagen und viele Preise einheimsen. Ja, danke schön, hat mich sehr gefreut. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.